deswegen will ich doch umdrehen, Mann. Los! Los! Mach dich! Und Feuer! Seite, komm! Die Anzüge ging vorbei, geladen! Erwarte Befehle! Ja, erwarte Befehle, so sieht's aus. Das ist nicht so einfach. Der Inselaffe kennt ein paar Tricks. Raus aus dem Gegenwind, Captain! Kriegsschiff, Breitseite! Nichts Schlimmes! Feuer! So. So, die drehen nämlich auch bloß im Kreis. Bereit zum Feuer! Komm! Feuer frei! Die Masse des Kriegsschiffes zerstört. Männer, bereit zum Entern! Jo. Was tust du denn? Ich beende es. Bist du bescheuert? Bist du denn total irre? Mein Schiff! Aber wir haben dafür Monate gebraucht, dieses Schiff wieder herzurichten. Sichert die Schiffe! Haken bereit! Zieht sie ran! Zu den Waffen! Zu den Waffen! An die Drehbassen! Gib Deckung vom Achterdeck! Sichert die Achterleinen! Schaut den Kuchen fest! Hey! Mein Gott, ich muss auf den Deck. Dieses Ding einer Attentatserie. Ja. Wenn du da mindestens drei Attentatserien hintereinander verbringen sollst. Aber ich glaube, ich habe es nicht geschafft. Ja, war vorauszusehen. Es ist leer. Was hat Church mit der Ladung gemacht? Tja. Gute Frage. Es war ein richtiges Abenteuer, das sag ich dir. All deinen kleinen Tricks und Fallen zu entgehen. Clever! Einige jedenfalls. Das muss ich dir zugestehen. Und wie du das... Genug!
Wir kamen aus einem Grund. Müssen unterschiedliche Gründe sein. Wo sind die Vorräte, die du gestohlen hast? Fahr zur Hölle. Na gut. Ich frage nochmal, wo sind die Vorräte? Auf der Insel dort. Warten auf Abholung. Aber du hast kein Recht darauf. Es sind nicht deine. Nein, nicht meine. Diese Vorräte sind für die Männer und Frauen, die an etwas Größeres glauben als sich selbst. Die kämpfen und sterben, damit sie eines Tages frei von einer Tyrannei wie eurer leben können. Sind das dieselben Männer und Frauen, die mit Musketen aus englischem Stahl schießen? Die ihre Wunden mit Bandagen verbinden, die englische Hände gewoben haben? Oh, wie praktisch. Wir Armen. Und ihr erntet den Lohn. Du versuchst nur, eure Verbrechen zu entschuldigen. Als wärst du der Unschuldige und die anderen die Diebe. Alles eine Frage der Perspektive. Es führt kein Weg durchs Leben, der edel und gerecht ist und niemandem schadet. Glaubst du wirklich, dass die Krone kein Ziel hat? Keinen Grund, sich verraten zu fühlen? Das solltest du besser wissen, der sich dem Kampf gegen die Templer gewidmet hat, die sich ja selbst auf der gerechten Seite sehen. Denk daran, wenn du meinst, nur dein Tun diene dem Allgemeinwohl. Dein Freund sieht das anders. Und das nicht ohne Grund. Zawanios Ginaa, Ziahne de Gantu Zidogaske. Das war richtig. Der Tod ist ein Segen für uns beide. Dann komm, du willst doch, dass ich dir helfe, alles von der Insel zu bergen. Ja. Genau das wollen wir. Sequenz 9 beendet. Schon? War ja eine kurze. Aber trotzdem. Sehr gut. Ich bin wieder mit meinem Vater vereint. Doch weiß ich noch nicht, ob das gut oder schlecht ist. Unsere Ziele sind gleich. Jedenfalls, was die Unabhängigkeit betrifft. Doch er verteidigt weiterhin Charles Lee, der meine Mutter tötete und mein Dorf niederbrannte. Dennoch, er hat recht, was Washington und seine Befürworter angeht. So viel Gerede über Freiheit und Gleichheit. Doch anscheinend gilt das nur für wohlhabende weiße Männer. Was ist mit einem wie mir? Oder Suri? Welche Rolle spielen wir dabei? Hat mein Vater etwa recht? Ich muss über so vieles nachdenken. Und es bleibt mir so wenig Zeit dafür. Willkommen zurück. Wie war's auf Martinique? Achilles, Ich muss mich entschuldigen. Ich habe einige falsche Dinge zu dir gesagt. Deine Worte waren hart, Connor. Aber auch nicht ohne Wahrheit. Ich ließ den Orden hängen, ermöglichte den Templern die Kontrolle. Doch nun ist ihr Griff geschwächt. Daher glaube ich, dass es eine Chance auf Frieden gibt. Stell dir vor, was wir erreichen können, wenn wir uns vereinen. Woher der Sinneswandel? Woher kommt das plötzlich?
Du bist deinem Vater begegnet, nicht wahr? Ich sage nicht, dass ich ihm traue oder ihn schätze. Aber es wäre nachlässig, die Gelegenheit zu ignorieren. Peyton mag zuhören, doch wird er verstehen. Und selbst wenn, stimmt er zu? Selbst er muss einsehen, dass wir gemeinsam mehr erreichen als allein. Ich nehme an, du willst ihn aufsuchen. Ja. Ich reite nach New York, um zu sehen, was getan werden kann. Na gut. Auf nach New York. Auf zum Grenzland. Wir bleiben ganz normal stehen. Warum er aber immer die Putze abnimmt, weiß ich nicht. Wir werden es wohl nie erfahren. Nach New York. Die Reisen haben wohl monatelang gedauert, oder wie? Wer weiß. Das sieht schon geil aus, wie so ein richtiger Spiegel. Aber ich vermisse eins. Ich vermisse das Credo. Das habe ich noch nicht gehört. Ach du Mist. Wie weit will ich denn da einführen? Mal sehen, wenn ich ein paar Aussichtspunkte unterwegs finden sollte, werde ich sie wohl mal mitnehmen. Wir haben Hunger, Sir. Ihr habt Hunger? Na, wo haben wir es denn da? Egal was. Wir nehmen alles, was die beiden jagen und verprügeln uns immer. Könntet ihr sie fortlocken? Dann nehmen wir uns einfach was, damit wir mal eine Nacht satt sind. Eine Nacht willst du satt sein? Das ist zu nah, Mister. Lockt sie weiter vor. Klang der Münzen. Danke, Silber. Gott. Ja. Geld. Was für ein Brocken. Das ist wie Geld. Geld. So ein Glück. Geld. Kommt das ganze Geld nur her. Mister. Hey, wo wollt ihr hin? Du gehst nirgendwo hin. Achso, die soll ich damit locken, ne? Na. Zu langsam. Ne? Bin ich nicht. Zu langsam. Unterstützt die Gemeinde. Zu langsam. Ach komm. Oh nein, hier sind ja total viele hinter mir hier. Viel zu viele.
Ich habe eine ganze Beute in der Wehe. Das gefällt mir nicht.